bekanntesten Kräutermischungen zur Unterstützung der allgemeinen Gesundheit darf der Dickdarm natürlich nicht fehlen. Nach Hildegard werden dazu 4 Teile Fenchelpulver, 2 Teile Galgantpulver, 2 Teile Dickdarmwurzel und 1 Teil Habichtskraut miteinander vermischt und eine Stunde nach dem Essen gebe er so eine Pulvermischung in warmen, aber nicht heißen Wein und trinke es. Dieses Pulver erhält einen Menschen, der gesund ist, bei Gesundheit, einen Kranken macht es widerstandsfähig und gibt auch eine gute Verdauung, gibt Kraft und eine feine, schöne Gesichtsfarbe. Nach dem Essen in warmen Wein eingenommen, nützt es jedem Menschen, er mag gesund sein oder krank. Dieses Fenchelmischpulver, in Klammern Sivesan, ist nun seit 5 Jahrzehnten im Einsatz und hat sich bestens bewährt. Mit dieser einfachen Kräutermischung kann der gesunde Mensch seine Krankheit stabilisieren und Kranke erfahren eine natürliche Kräftigung und Unterstützung. Speziell bei Immunregulationsstoff- und Verdauungsstoffwechsel oder Verdauungsstörungen, zum Beispiel sogenanntem Aufgeblähtheit und ständiges Aufstoßen, empfiehlt sich der Einsatz des Fenchelmischpulvers. Es soll in einem Glas mit warmen Wein eingenommen werden. Und hier schließt sich der Kreis, denn der bei Hildegard so hoch gelobte Weingenuss kann auch wissenschaftlichen Studien zufolge den Cholesterinstoffwechsel günstig beeinflussen und bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen. Also, spannende Sache, oder? Der Dickdarm. Enorm, was sich in der Natur Heilkraft alles gibt. Und dieses Fenchelmischpulver, ich zeige euch dann nochmal andere Sachen. Da kann man wirklich tolle Sachen machen und bestellen. Das habe ich aber jetzt gerade nicht hier vorne liegen. Das muss ich euch beim nächsten Mal zeigen. Also es gibt noch ganz, ganz viele Sachen von der Hildegard von Bingen. Ganz interessant, und man kann überlegen, wäre das was, streue ich mir das einfach nochmal, muss ich das unbedingt mit dem Wein nehmen? Da geht doch einfach ins Internet und schaut oder versucht und seht den Unterschied. Und es geht hier ja nicht um riesen Weinmengen, die man trinkt. Und es soll auch keine Empfehlung sein, sondern man sollte einfach schauen und kann ich es vertragen? Ist es für mich in Ordnung oder nehme ich es lieber abends, weil ich dann eben von der Arbeit komme? Ich muss nicht mehr Auto fahren. Vielleicht merkt man das aber gar nicht. Das kann ich euch alles so nicht sagen, weil dafür ist jeder für sich selbst verantwortlich. Aber so einen kleinen Tipp und Hinweis, das finde ich immer großartig. So, in diesem Sinne hoffe ich, ihr konntet wieder etwas für euch mitnehmen, was eventuell ganz interessant ist. Ich finde es, ist es. Und wir sehen uns hier wieder. Vielleicht könnt ihr es auch weiterschicken oder teilen. Vielleicht gibt es Menschen, die sich dafür interessieren. Und zum Glück sind ja immer wieder viele Menschen dafür, ein bisschen mehr doch zur Natur wieder oder die Natur mit ins Boot zu nehmen, sagen wir es mal so. Ja? So, bis dann. Bleibt gesund oder werdet gesund und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.